So, da sind wir in New York, wie sich Dette hier hört. Aber mit ohne X-Plane. Ja, warum das denn? Ich glaube, man kann das sehen, wenn man nach unten guckt. Deswegen. Weil das ist etwas, was X-Plane natürlich mit all seinen Künsten nicht kann, nämlich eine Stadt dahin zaubern, über die man fliegen kann. Ich kenne mich in New York ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich kann mir gerade jetzt noch denken, dass das da vor uns der Central Park ist, auf den wir jetzt mal so ein bisschen herabstoßen werden. Dann machen wir eine kleine Drehung und fliegen mal von Kreuz nach Quer und ein bisschen durch die Landschaft. Natürlich mache ich auch noch einen Rundflug in einem weiteren Video mit X-Plane. Aber ich dachte, das hier muss man einfach mal machen. Das hier wird wohl die Zukunft sein, weil eines schönen Tages werden Flugsimulatoren alle hier drauf zugreifen. Auch wenn es jetzt zu Rechten so ein bisschen aussieht, als wenn New York schon vor 100 Jahren zerstört worden wäre. Aber wenn man bedenkt, dass das hier alles gratis ist, ne, die Grafik, dann ist das schon eine reife Leistung. Vor allem, wenn man dann vielleicht mal ein bisschen ruhiger fliegt und nicht so direkt drauf losbratzt. Ich fliege ein bisschen eckig. Der Joystick ist unfassbar empfindlich. Ich habe allerdings inzwischen rausgefunden, mit Shift F kann man die Flaps komplett wegmachen. Dachte ich jedenfalls. F wie Flaps. Ach so, ich sollte vielleicht statt Control, sollte ich vielleicht Shift, oder das ist doch Shift. Okay, Control Shift? Nein, genau. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin riesig, ich bin gigantisch, ich bin übergroß. Kriege ich das wieder zurück? Besser. Ich deaktiviere das jetzt. Ihr könnt auch mal ohne meine Fratze eine Weile, glaube ich, klarkommen. Ja, ne? Ja, es ist, ich kann auch die Geschwindigkeit nicht verändern, außer vielleicht im Sturzflug. Ich kann hier nicht viel dran machen. Ich kann auch in der Mitte dieses Setup-Display nicht wegdenken. Motorengeräusch gibt's auch keins. Aber ja, man kann halt so gerade mit dem Joystick halt rauf und runter steuern. Jedenfalls in gewissen Grenzen, wenn man mit zwei Fingern beigeht und millimeterweise lenkt, dann geht das. Weil mit der Tastatur, das könnt ihr aber sowas von komplett knicken, das geht gar nicht. Ja. Aber es sieht schon ziemlich gut aus. Wie gesagt, das ist alles für lau. Das kostet uns keine müde Kopeke. Na gut, es kostet unsere Daten natürlich, ne? Davon leben sie ja. Aber wenn das hier eines Tages X-Plane hinkriegt, holla. Es wird ja viel geredet über den neuen Microsoft-Flugsimulator. Der wird, so vermute ich mal, über Bing auf irgendwelche 3D-Daten in ähnlicher Weise zugreifen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, macht er eigentlich nichts, was X-Plane nicht auch schon macht. Nur dass man bei X-Plane halt irgendwelche Add-ons dafür braucht. Ansonsten tut sich das so viel nicht. Jedenfalls nicht nach dem, was ich bis jetzt in irgendwelchen Werbevideos gesehen habe. Der kann dies, der kann X-Plane auch. Der kann das, das kann X-Plane auch. Und zwar seit zig Jahren. Nur natürlich diese Grafik, ne? Wenn man jetzt Tiefflieger spielt. Das kriegt natürlich X-Plane so nicht hin. Noch nicht. Und ich würde sagen, diese Optik hier, ne, das sieht alles so aus, als hätte hier ein Krieg gewütet. Ne, mit irgendwie krumm und schief und zerschossen wirkt das eigentlich. Als wenn hier Ratten hausen würden. So, dann drehen wir doch mal rüber nach Manhattan. Wie gesagt, Gas geben kann ich nicht, weil es gibt keins. Es gibt keinen Knopf für Gas geben. Es gibt leider auch kein Geräusch für Motorflieger. Ich muss natürlich zugeben, es ist trotzdem alles recht gut. Ne? Und man muss immer wieder betonen, für lau. Also jetzt ein bisschen Höhe gewinnen hier, sonst dotzen wir gegen eins der Gebäude und dann beschweren sich die Fensterputzer wieder. Die wird dabei mit ins Verderben reißen. Oder wir werden gleich vorher abgeschossen, weil die Amerikaner glauben, wir wollten da welche Terroranflüge starten. Guck mal, ist das nicht niedlich? So winzig kleine Häuslein neben den großen Wolkenkratzern. Die stehen wohl schon ein bisschen länger da. Im Schatten der großen. Die großen haben wenigstens eine mehr oder weniger unverbaubare Aussicht. Wenn es so nach rechts und links schaukelt, das liegt daran, dass dieser Joystick auch eine Rechts-Links-Drehung zulässt. Und wie gesagt, ich lenke hier mit Millimetern. Also mit Mikrograd wohl eher. Nicht Petrograd, sondern Mikrograd. Und da ist das genaues Steuern mehr oder weniger unmöglich. Ich glaube nicht, dass wir hier Seitenwind haben. Ich glaube, hier geht einfach irgendwas gegen den Strich.
Was gibt's denn in New York, was irgendjemand sehen will, außer die Hochhäuser von Manhattan? Eigentlich nix, ne? Oder fällt euch jetzt gerade was ein, was man unbedingt gesehen haben müsste? Ja, wenn ich jetzt den Joystick ziehe, ne, geht's zwar nach oben, aber immer irgendwie auch zur Seite. Muss ich also gegen andrehen und da kommt das Geschaukel her. Mit 90 Knoten, sind das überhaupt Knoten oder sind das Stundenkilometer? Ist man natürlich so ein bisschen an der Grenze dessen, wo man noch vernünftig bergauf steuern kann, gelle? Ach natürlich, wir müssen natürlich Miss Liberty gucken. Die meisten Brücken müssten wir schon durchhaben. Wenn man hier rüber guckt, sieht man auch Hochhäuser, die man in Filmen schon gesehen hat. So mit bestimmten Dachformen oder so. Steht das Empire State Building eigentlich noch? Müsste es doch eigentlich, oder? Ja. Und die Mühle dreht irgendwie, wie es ihr gerade passt. Also, ja, ich sag ja, die Lenkung ist unterirdisch schlecht. Also schön sie die Grafik auch machen, die Lenkung ist richtig, richtig schlecht umgesetzt. Ja, natürlich müssen wir die Freiheitsstatue noch heimsuchen. Erst muss ich mal suchen, dann kann ich fliegen. Ja, gibt drei Inseln. Da haben wir sie, zur Rechten ist sie. Es gibt drei Inseln, nämlich Liberty Island, da steht Miss Liberty drauf rum. Dann gibt es Alice Island, direkt neben Miss Liberty. Das heißt im Klartext, da werden gleich wurden damals gleich die Leute wieder zurückgeschickt, die Miss Liberty mal wenigstens gesehen hatten. Na, kommt jetzt rechts ins Bild, das ist Alice Island. Und dann muss hier noch irgendwie Governors Island sein, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwo auf der linken Seite. Und der rechten ist, glaube ich, schon Festland. Kurzer Schwenk wird es uns genau wissen lassen. Ja, das ist also Alice Island. Nicht Alice wie Alice, sondern Alice mit E-L-L-I-S wie ein Ellenbogen. Ja, schauen wir mal hinab. Wirklich schön. Die Gebäude aus der Jahrhundertwende. Umgeben von Wasser, dass die Leute dann nicht gleich türmen konnten. Und da haben wir Liberty Island samt Miss Liberty. Und den nötigen Souvenirshops, obwohl hier gerade gebaut wird, wie es aussieht. Und einem Dampfer, der da angelegt hat. Ja. Ja, das ist schon recht schick. Das da hinten wird dann wohl die Golden Gate Bridge sein. Oder steht die in San Francisco? Ich hoffe nicht. und dann kann man auch sehen, abgesehen von Manhattan ist New York eigentlich eine relativ flache Angelegenheit. Wahnsinnig viele Hochhäuser gibt es da eigentlich gar nicht. Ein bisschen Höhe zugeben. Diese ganze hochauflösende Geschichte mit den tollen Bildlinen ist natürlich überhaupt nur interessant, wenn man in tiefsten Tiefen fliegt. Wenn man jetzt mit einer Reisemaschine da irgendwo auf Anflug ist, dann ist das vollkommen Banane und nützlich wie ein Loch im Kopf. Ja, aber trotzdem so zum Zwischendurch mal machen, ist es ja nett anzuschauen. Ja, mühsam versuche ich hier Höhe zu gewinnen. Wie gesagt, es gibt keinen Gashebel. Ich hab hier zwar am Joystick einen Gashebel, aber der macht nicht mal das. Der macht irgendwelche Auf- und Ab-Dingsbumse und blendet manchmal auch Pfeile ein, ohne irgendetwas zu bewirken. Also ich weiß nicht, ob das eine Trimmung sein soll. Ich kann nicht feststellen, dass da irgendwas getrimmt wird. Tja, und ein Höhenruder wird es auch eher nicht sein, weil das macht ja der Joystick. Aber wenn ich mir das so angucke, scheint das jetzt ein Gashebel zu sein. Das war vorhin nämlich nicht. Dann erschienen stattdessen irgendwelche Pfeile in der Landschaft. Also ein Gashebel kommt mir sehr gelegen, weil da ist das mit dem Steigen alles ein bisschen einfacher und überhaupt. Und gleich kommt sowieso Steel Buddies, das will ich gucken. Deswegen habe ich ein Auge immer auf der Uhr. Wir haben nur noch 15 Minuten Zeit. Ja, ich fliege jetzt mit dem, was vermutlich Vollgas sein dürfte. Ja, das sieht jetzt so gar nicht aus wie die Manhattan-Wohntürme, die man so kennt, wenn man an New York denkt. Auch dass das Wasser da draußen von grün nach blau geht, ja. Aber so kennen wir Amerikanesien mit richtigen, wunderschönen, breiten Straßen, Highways ohne Ende.
So kann Stadtplanung aussehen, wenn sie nicht ständig durch Goldhamster und Rotkehlchen ausgebremst wird. Da sollten sich die Grünen mal ein Beispiel dran nehmen. Viel weniger Staus, viel weniger Umweltgifte. Man könnte mit ordentlichen Straßen mal richtig was für die Umwelt tun. Das wissen auch die Grünen. Deswegen fuhren sie früher mit LKWs zu Demos und holten dann die Fahrräder von der Ladefläche. Ja, ja, so sind sie, unsere Politiker. Ich hacke nicht nur auf den Grünen rum, ich hacke auf allen rum, sind nämlich alle gleich schlecht. Diejenigen, die wirklich, wie soll ich sagen, also irgendwie was Nobles, Edles wollen, die tatsächlich den Willen des Volkes umsetzen wollen und so weiter und so fort, die kommen niemals an irgendwelche Machtpositionen, an denen sie irgendwas bewirken könnten, sondern da kommen immer nur die hin, die, jederzeit bereit sind, einen faulen Kompromiss einzugehen, alte Schulden einzutreiben oder zuzugestehen. Ja, so funktioniert nun mal unser System, ne? Ich wäre in diesem Zusammenhang durchaus für eine gesunde, funktionierende Diktatur. Das Problem bei Diktaturen ist immer bloß, den richtigen Diktator bei der Stange zu halten. Normalerweise drehen die früher oder später ja auch durch und dann wird's auch wieder schlimm. Naja. Wie wir sehen, auf den Bildern da hinten liegen die Vororte von New York allesamt in Trümmern. Zumindest wirkt das so. Während rechts unten offensichtlich die größte Einkaufstüte der Welt liegt, soll das sein. Ein Heißluftballon? Hat Christo wieder irgendwelche Gebäude verpackt? Oder ist das ein angemalter Bunker oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier kommt der Sprit her. Oh, guck mal, da steht irgendwie eine einsame Erleuchtung, könnte das sein. Sah erst aus wie eine Kirche. Wie süß. Obwohl, sieht ein bisschen nach Neubau aus, ne? Es könnte vielleicht auch ein Ausflugsrestaurant sein. Aber an einer sehr schönen Gegend gelegen. Es gibt hier auch irgendwo so eine Art Berg, da bin ich vorhin testweise schon mal drüber geflogen. Man kann sich vorstellen, was da an Häusern auf dem Berg steht, mit unverbaubarer Aussicht. So richtige kleine Villen sind das. Da ist richtig Geld im Spiel. Ja. Ja, ich denke fast, das reicht. Wir sind ja eigentlich über alles geflogen. Was wichtig ist, ne, zur anderen Seite, also wenn wir jetzt über Manhattan hinwegfliegen würden, dann gehen wir in den Bereich der Sozialbauten, wo da so 5-6-stöckig eine Mietskaserne an der nächsten steht. Nicht schön, nein, nicht schön. Auch hier gibt es offensichtlich einen Park. Es könnte aber auch einfach nur verwildert sein. Unten ist irgendwie was mit Eisenbahn. Vor uns ein, ich weiß nicht, ist das eine Photovoltaikanlage oder ein Parkplatz? Warum eigentlich nicht beides? Da gibt es einen Yachthafen. Ja, und hier sind eigentlich auch nur Wohnblocks, wobei die irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen nach 60er Jahre aussehen, vielleicht auch 70er Jahre. Nicht schön. Und dahinter, winzig klein, neben den Wolkenkratzern kaum zu erkennen, Mietskasernen. Ich hoffe, die sehen in der Realität nicht so schäbig aus wie hier auf den Bildern. Auhauaha. Also ich sage, ja, ihr seht es völlig richtig, die Steuerung ist eher schwierig. Ihr könnt das gerne selber ausprobieren. Schließlich ist Google Earth kostenlos. Und wie gesagt, ein Joystick, das ist nicht ganz einfach zu fliegen, aber was soll's. Ich muss ja hier keine super Landung hinlegen. Das ist der Hudson River hier, jawohl, genau der. Ich erwähnte ihn schon mal da, wo, wie hieß er noch, nicht Scully, sondern, doch auch Scully, oder nicht? Genau wie bei Akte X, der Pilot. Egal, jedenfalls da, wo er sein A320 hingesetzt hat aufs Wasser. So, ich drehe jetzt einfach mal ab und fliege noch eine tiefe Runde durch irgendeine Straße. Und dann lassen wir es für heute auch gut sein. Guck mal, die haben auch schon Gras auf dem Dach. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Dann wächst es zu und rums hat man plötzlich Goldhamster im Gebälk und das hat man dann davon.
Ja, es ist schwierig zu steuern, aber es macht gar nichts. Man kann hier einfach durch die Gebäude hindurch pflügen. Es hat schon was von Endzeit, ne? So wie es hier aussieht mit der Grafik. Aber es ist der schnellste Weg. Schutthalden bedecken die Straßen, die erst beim Näherkommen zu Bäumen werden. Da waren wir ja eigentlich schon, ne? Da sich die bunten Schornsteine da hinten. Gehen wir hier nochmal in Clinch. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Reingucken. Ist ein netter Tipp, ihr könnt es selber auch mal machen. Geht super. Ich habe das übrigens in VR auch schon gemacht. Also nicht das Gefliege, sondern es gibt Google Earth VR. Das ist sensationell. Es bringt euch leider nur gar nichts, wenn ihr das nicht in VR gucken könnt, weil dann ist es auch nicht schöner als 2D. So, vielen Dank. Dann mache ich hier Schulz und bis demnächst. Super.